Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, sag ich mal, hier zu Euro Truck Simulator 2 im Hintergrund. Letztes Mal habe ich ja den ersten Teil so ein bisschen angespielt und da habe ich ja gesagt, dass ich eigentlich den ersten Teil als Infovideo nutzen wollte. Jetzt mache ich es mal mit dem zweiten Teil. Ich habe ja noch eine Fahrt vor mich und derzeit kann ich ja ein bisschen vorlesen. So, ich weiß, das Spiel ist ein bisschen am Ruckeln gerade, das liegt daran, dass ich halt im Hintergrund gerade ein bisschen was am Machen bin. Steam zum Beispiel tut noch die anderen Spiele installieren von dem Bundle Pack, was ich mir gekauft habe. Das Scania Truck Driving Simulator tut er gerade installieren, Truck and Trailers und so. Und dann tue ich noch ein Video rendern. Das letzte, was ich aufgenommen habe, das, wo ich den ersten Teil gestockt habe. Ich wollte das hier als Infovideo nutzen, wie gesagt, wo ich euch mal sagen wollte, welchen Teil ich zocken werde. Wenn es ruckelt, kann ich auch schlecht fahren hier. Der erste Teil, der war ja mit der Steuerung echt Hammer. Jedenfalls, man muss jetzt, die Frage muss gleich da sein, kann ich keine Pause machen. Ich habe ja einen Plan erstellt, wann ich welches Let's Play raushauen werde, weil ich möchte das nämlich jetzt ein bisschen verteilen in allen Tagen, außer sonntags, damit ich nämlich frei machen. Jedenfalls, ich lese euch mal den Plan vor, denn montags würde ich gerne die Siedler hochladen. Bei Siedler bin ich aber eventuell überlegen, ob ich das täglich hochlade und ob ich montags auch Lucius hochlade. Das werde ich mal gucken, wie ich das mit der Zeit hinkriege. Momentan ist ja auch viel Jobsuche, bla bla. Ich habe nur noch vier oder fünf Monate Berufsschule. Darum muss das ja auch ein bisschen, ne? Und dann würde ich dienstags unturned hochladen. Lucius dann ebenfalls am Mittwoch auch nochmal. Dann donnerstags Black Mesa Source. Oh, das ist gerade schwer hier zu fahren und dann gleich zu lesen. Freitags würde ich dann auch Black Mesa Source nochmal hochladen und die Siedler. Samstags würde ich Black Mesa Source und Lucius hochladen. Ja, und wie gesagt, sonntags, wow, Alter. Sonntags würde ich dann frei machen. Das war eigentlich auch schon das Infovideo. Ich werde in der Beschreibung nochmal packen, wie der Plan jetzt momentan aussieht. Ich will den Plan noch ein bisschen verändern. Und den veränderten Plan seht ihr dann nochmal wahrscheinlich in der Videobeschreibung, falls ich den jetzt verändern sollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich mache eben nochmal die Fahrt zu Ende. Ciao.